dauern. Wir sind an einem kritischen Punkt angekommen. Und wir alle fragen uns einfach, wie es jetzt weitergehen soll. Ja, das dachte ich mir fast. Aber ihr habt wohl schon kapiert, wie die Dinge stehen. Funktioniert dein Zähler denn? Hast du mal nachgeschaut? Ja, alles im grünen Bereich. Hab's zweimal überprüft. Stepans Zähler zeigt auch grün. Wir brauchen hier keine Masken. Also, haben Sie die Wahrheit gesagt? Wer hat die Wahrheit gesagt? Warum antwortest du nicht? Wer waren diese Leute, die uns umbringen wollten? Warum sollten sie auf dich, den Kommandeur des Ordens, schießen? Erklär uns das wenigstens, das schuldest du uns. Naja, dann kann ich die Bombe auch genauso gut gleich platzen lassen. Der Krieg ist nicht vorbei. Was soll das heißen, er ist nicht vorbei? Lass mich ausreden. Die meisten Städte wurden zerstört. Der Rest des Landes ist vermutlich unter feindlicher Besatzung. Um Atomangriffe gegen uns zu vermeiden, hat das Kommando die einzige Möglichkeit gewählt. Sich totstellen. Um Funkstille zu gewährleisten, wurde das Schildsystem aufgebaut. Ein Netzwerk aus Störsendern, das Moskau und die Vororte abschirmt. Damit ein paar Hobbyfunker mit ihrem Gewinsel keine weiteren Bomben provozieren. Und einige dieser Störsender wurden von den hier Anwesenden ausgeschaltet. Hättest du das nicht vorher sagen können? Zum Beispiel, bevor Artyom mit dem Funkgerät nach draußen ging und all die Strahlung abbekam? Nein, ich wurde erst vor einem halben Jahr ins Bild gesetzt. Unter der Prämisse, sprichst du, stirbst du. Daher musste ich meinen Leuten sagen, wir hätten eine Wetterstation zu sichern. Herr Oberst, bei allem Respekt, wenn wir nicht zurück können, sollten wir vielleicht nach vorne blicken? Ich habe da eine Idee, aber... Artyom, anstatt mit dieser stummen Missbilligung weiterzumachen, solltest du lieber die Funkfrequenzen überprüfen. Wir müssten jetzt außerhalb des Bereichs der Störgeräte sein. Also probier es mal. Suche nach Funksprüchen von der Arche. Verstehst du jetzt, warum wir in den Augen des Kommandos Verräter sind? Wir haben einen Störsender ausgeschaltet, die Wachen erschossen, einen Patrouillenzug zerstört und sind aus Moskau geflüchtet. Wer braucht schon eine Verhandlung, wenn der Fall so klar ist? Es gibt jetzt kein Zurück mehr. Was bedeutet, dass wir nach vorne durchstarten müssen? Kommando, wovon redest du denn da? Das Moskauer Verteidigungskommando. Hast du jemals von den unsichtbaren Beobachtern gehört? Ja, aber das ist doch nur eine Legende. Ganz und gar nicht. Sie sind das Kommando. Bist du sicher, dass Sie sich nicht nur um Ihre eigene Sicherheit kümmern? Du hattest die Arche erwähnt. Was hat es damit auf sich? Falls Artyom Ihr Signal einfängt, wirst du es verstehen. Ansonsten gibt es da nichts zu besprechen. Du glaubst also, dass alles in Ordnung kommt, wenn wir diese Arche finden? Nein. Aber wenn du einen besseren Vorschlag hast, schieße. Warte einen Moment, was war das? 1-1-79. Hört mal alle hier. Ich wiederhole, begebt euch zum Sammelpunkt. Der Positionscode für den Sammelpunkt ist 1-8-1-1-79. Wo soll diese Nummer sein? Nur indem wir zusammenhalten, können wir alle Hürden überwinden. Also, es ist irgendwo hier. Der Berg Yamantau. Die Route von hier sollte also etwa so verlaufen. Das ist unser Ziel. Und ist es das, was du im Sinn hattest? Ja. Das Projekt Arche ist eine ganze Stadt im Untergrund. Riesige Lager, Maschinen, die besten Experten. Es ist das Hauptquartier des Oberbefehlshabers. Alle Führungskräfte des Landes sind dort. Sie haben bereits mit dem Wiederaufbau begonnen. Wir werden Ihnen sagen, dass Moskau noch lebt. Es war nicht alles umsonst. Alles wird sich ändern. Alles, verstehst du? Ein neues Leben beginnt. Für alle Überlebenden des Krieges. Wahnsinn, ja. Gibt es dort alleinstehende Frauen? Gut reagiert. Ich finde, der Moment schreit geradezu nach... Schenk ein, Damir. Was soll ich einschenken, Herr Oberst? Das Zeug, das in deiner Feldflasche herumschwappt. Meinst du, ich wäre taub, oder was? Ah, das. Für einen Moment dachte ich, meine Ohren täuschen mich.
Die Reise zum Ural ist nicht gerade kurz. Daher sollten wir es uns wohl gemütlich machen. Wie wär's? Sollen wir diesem Schrotthaufen einen Namen geben? Wird aber auch Zeit. Lass sie uns Anna nennen und gut ist. Ach, fahr zur Hölle. Beelzebub. Noch besser. Ach, komm schon. Wie wäre es mit Aurora, die römische Göttin der Morgenröte und dieser Kreuzer, ihr wisst schon was. Schon besser. Nicht schlecht. Gefällt mir. Ein schöner Name. Klingt ganz gut. Aber was für ein Kreuzer. Sag ich dir später. Dann ist das wohl beschlossen. Trinken wir auf die Aurora! Hey, Artyom, lass uns mal einen Blick auf die Karte werfen. In Ordnung. Eine Runde hatten wir. Das sollte reichen. Jermark, Volldampf voraus! Jawohl! Was für eine Strecke. Ich frage mich, wie lange das dauert. Egal, wir fahren dorthin. Wie geht's dir, Almascha? Alter, ich hätte einen Pfeil von Amor erwartet. Stattdessen hat mich eine Kugel von einem hässlichen Dreckskerl erwischt. Wirklich alles klar bei dir? Ich kenne dich doch. Nur damit du es weißt. Auf ein Wort. Und wir werden ganz sicher noch vielen Frauen begegnen. Artyom, was geschehen ist, ist geschehen. Ja, ich habe dich nicht davon abgehalten, rauszugehen. Ja, ich habe versucht, es dir auszureden. Ja, ich habe dir nicht gesagt, dass wir nicht die einzigen Überlebenden sind. Aber ich hatte damals auch noch nicht die Freigabe. Das ist ein Staatsgeheimnis, verstehst du? Ich habe die Freigabe erst nach unserem Kampf um D6 bekommen. Sie sagten, ich müsste ihre Rekruten ausbilden, weil der Krieg noch nicht vorbei sei. Meinst du nicht, ich war schockiert? Wofür waren unsere Leute dann in D6 gestorben? Wofür habe ich meine Beine verloren? Aber ich verstand es. Weil der Krieg noch tobte, war die Sicherheit vorrangig. Unsere Leute hätten das verstanden. Also bitte, tu du es auch. Du hättest es bei allen in der Metro ausgeplaudert. Du bist ein gottverdammter Prometheus, ein Messias. Du musst das Volk aus der Höhle führen. Meinst du, du hättest irgendwen gerettet? Erinnerst du dich an den Sturz? Was, wenn Moskau wegen dir gefunden worden wäre? Was, wenn Raketen zu uns unterwegs gewesen wären? Wie auch immer, egal was sie von mir halten, ich bin kein Deserteur und ich werde auch nie einer sein. Ich bin bereit, die volle Verantwortung für alles zu übernehmen. Aber wenn auch nur die geringste Chance besteht, mich zu entschuldigen, dann nutze ich sie. Das bedeutet, dass wir wie ein Läufer, der stolpert, immer schneller laufen müssen, um das Gleichgewicht zu halten. Und wage es ja nicht, uns alle wieder ins Stolpern zu bringen. Hast du das verstanden? Ich hoffe sehr. Wenigstens wissen wir jetzt, wohin wir laufen müssen. Also rein mit dir, wirf einen Blick auf die Karte, denn unsere Route ist jetzt ziemlich klar. Verdammt! Und, mein lieber Moses, merkst du, wie süß die Luft ohne Maske ist? Und nicht nur süß, sie hat so viele Düfte. Ein seltsames Gefühl, oder, mein Freund? Du hast mir mal davon erzählt, wie du deine Maske oben auf dem Ostern-Kinoturm abgenommen hast. Als du die Raketen auf die Schwarzen ausgerichtet hast, war die Luft damals bitter? Wer weiß, hättest du diese Raketen nicht abgefeuert, wärst du vielleicht nie auf dieses Gebäude geklettert und hättest kein Signal empfangen. Das Leben ist schon seltsam. Ein zufälliges Ereignis zieht ein anderes nach sich, wie Glieder einer Kette. Und du ziehst diese Kette aus einem tiefen, dunklen Grund. Die Glieder kommen aus dem dunklen Wasser. Und was ist im Eimer am Ende der Kette? Da
Das bleibt ungewiss. Daran muss ich oft denken, wenn ich eine Entscheidung treffen muss. Du kannst die Kette auch nicht fallen lassen. Du musst stets aus diesem Eimer trinken. Naja, Brüsterchen. Und? Wie fühlt es sich an, der Moses zu sein, der an dieser speziellen Kette zieht? Ist es dumm, über so etwas nachzudenken, wenn ich mein ganzes Leben lang nur Befehle ausgeführt habe? Naja, ich werde nicht umsonst Idiot genannt. Trotzdem würde ich gerne wissen, was am Ende deiner Kette ist. Und? Wie war es an der frischen Luft? Ganz was anderes, oder? Ich wollte Yermak nur mal fragen, wo wir als nächstes hinfahren. Entschuldigt die Unterbrechung. Schon gut. Keine Sorge. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Hallöchen, Artyom. Ob nun beabsichtigt oder nicht, aber es scheint mir so, dass unser Oberst nun wegen dir ein Ziel vor Augen hat. Wir wissen alle noch, wie du in D6 gekämpft hast. Also egal, was vor uns liegt, wir stehen hinter dir. Du kannst auf uns zählen. Tja, was mich betrifft, ich meine eine ziemlich voll hier. Ich denke darüber nach, hier eine Werkbank. Damit wir alle Instrumente und anderen Sachen in Griff weiter haben. Ohne Werkbank gehen die Kleinteile immer verloren. Hier können wir dann an den Waffen arbeiten. Reinigen, einölen. Dann lassen die anderen ihre Finger davon und können keinen Schaden haben. Natürlich müssen wir uns abwechseln. Aber das kriegen wir hin. Wenn du also irgendwelche Waffen findest, die du behalten willst, dann bring sie zu mir. Ich lagere und repariere sie für dich. Wenn du sie zurückbekommst, sind sie zweifellos besser als je zuvor. Junge, ich habe in meinem Leben schon viele Waffen gereinigt und eingeölt. Ach, Hallöchen, Artyom. Ihr hättet mich ruhig holen können, um auf die Aurora anzustoßen. Aber ich denke immer noch, dass Beelzebub der bessere Name wäre. Naja, leg los. Dann ehrlich gesagt, bin ich etwas müde. Das einzig Gute an diesem Job ist, dass man den Winter vergisst. Wenn man diesen Vorteil später nur nicht mit Schmerzen am ganzen Körper bezahlen würde. Ich habe gehört, dass monotone Arbeit eine beruhigt. Tja, stimmt. Ich fühle mich ganz ruhig. Idiot sagt, das sei dynamisch. Das ist alles? Gut, dann mache ich jetzt weiter. Ich war ganz stolz, Ihnen helfen zu können. Dann, vor etwa zwei Monaten, die Wachen brachten sie raus und kamen alleine zu mir. Sie sagten, sie hätten sie zu einem Bahnhof in der... Naja, leg los! Dann ehrlich gesagt, bin ich etwas müde. Das einzig Gute an diesem Job ist, dass man den Winter vergisst. Wenn man diesen Vorteil später nur nicht mit Schmerzen am ganzen Körper bezahlen würde. Ich habe gehört, dass monotone Arbeit eine beruhigt. Tja, stimmt. Ich fühle mich ganz ruhig. Idiot sagt, das sei dynamisch. Das ist alles? Gut, dann mache ich jetzt weiter. Ich war ganz stolz, Ihnen helfen zu können. Dann, vor etwa zwei Monaten, die Wachen brachten sie raus und kamen alleine zu mir. Sie sagten, sie hätten sie zu einem Bahnhof in der Nähe gebracht. Ich wusste aber, dass ihr vor Jahren eingestürzt war. Keine Beschwerden. Ein Monat hemmungslos laufen.
dann haben wir allerdings einen lauten Knall gehört. Du hast was gefunden. Danke, Artyom. Das hebt die Stimmung augenblicklich. Später kam ich von einer Fahrt zurück, hielt den Zug an, ging los und...